So, zusätzlich zu den Sachen, die ich eben gerade gesagt habe, also in der letzten Folge, ist noch ein sehr schwerwiegendes Problem, nämlich habe ich das Leichtöl gekappt. Das wurde in den Kommentaren auch schon mal erwähnt. Das mache ich also gleich. Das heißt, das war der Hauptgrund für den Ausfall. Wird also gleich gefixt. Das heißt, es kommt dann auch hoffentlich recht schnell wieder ein Puffer an Fuel Blocks. Damit das mit der Kohle nicht ganz so krass ist. Sollte aber trotzdem vorerst noch okay sein, das mit Kohle laufen zu lassen. Was wollte ich noch? Ich wollte das Fließband noch hochsetzen. Ja, das muss kurz warten. Dass die Fuel Blocks jetzt schon mal hergestellt werden, ist mir wichtiger, als dass die Roboter weniger zu tun haben. Sind trotzdem alle ausgelasteter. Ja. Aber okay. Genau, die Geschichte war das da. Und zwar kommt von hier unten das Öl und es kommt da nicht mehr raus. Ich muss das also irgendwie umbauen. Ich nehme also dich wieder so. Dich so. Dich da dran. So sollten die jetzt wieder alle arbeiten. Und ich schau mal ganz kurz, wie es. Ja, was geht denn jetzt hier los? Es werden Türme zerstört. Das ist eine alte Basis von mir, richtig? Richtig, ja. Mach kaputt. So, hier ist gerade alles voller Kohle und alles läuft super. Ja. Sollte ich das jetzt überhaupt abändern? Nö. Ich glaube, mein Plan bleibt so, wie er ist. Wir lassen es erstmal mit Kohle laufen, solange bis Kohle hier. Das mache ich so. Wir lassen es komplett mit Kohle laufen, gucken, ob das einigermaßen hält, bis das Kohlefeld hier weg ist. Wenn wir Kohle für irgendwas anderes brauchen, haben wir noch zig andere Kohlefelder. Das ist nicht das Problem. In der ganzen Zwischenzeit werden Fuel Blocks hergestellt, solange bis alle Kisten oben voll sind. Gut, runter zum nächsten Problem. Das hier kommt mit. Das war bestimmt keine gute Idee. So, hier hinten. Die Dinger sollen bis nach ganz oben durchgezogen werden. Das heißt, wir machen dich mal auf einem Fließband oder auf zwei? Auf einem Fließband, ha? Hoch, 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 hoch. Reicht hier? Naja, nicht so wirklich, ne? Ne. Das war das auf Fließbänder, was ich habe. Na gut, Bau auf Fließbänder. Untergrundbelts habe ich keine. Bau davon mal lieber vier, nur für den Fall. So. Da sind die Untergrunddinger. Zip. Zip. Weiter. So, hier sind wir schon fast da. Was ich mache hier. Nee. Ja, komm, es spart auf jeden Fall hier schon mal tierisch viel Zeit und Platz. Also mache ich das Ganze jetzt hier. Mit Grünärmchen aber. Du. Und dann die Kisten. Jeweils für Kupfer und Eisen. Du schnappst bitte nur Eisen. Stift rechts, Stift links, Stift links, links. Und du machst bitte nur Kupfer. Stift rechts, Stift links, Stift links. So. Jetzt muss das Ganze noch angeschlossen werden und dann ist gut. Und könnt ihr. Das dauert jetzt ewig, ne? Ja. Die nagen jetzt ganz langsam nach und nach jede Mauer ab und ich habe durchgehend das Wäh-Wäh in den Ohren. Oh mein Gott, du, weg, 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 weg. Ja, warte, mach das ruhig so. So. Die jetzt alle weg. Und die jetzt alle weg. Die Kisten können ruhig erstmal da bleiben. Die werden irgendwann dann alle sein, wobei hier echt nicht mehr viel drin ist. Ah, die hier unten sind ganz voll, okay. Also die Kisten bitte einmal leer machen und dann ab sofort alles oben abholen. Also, Problem mit dem Leichtöl behoben. Problem mit den Schmelzen, die ich abgerissen habe, um das Stromproblem zu beheben, ist behoben. Und das Hochziehen hiervon, um die Roboter zu entlasten, ist ebenfalls in Ordnung. Wir sind inzwischen übrigens auf 402 Logistikboards hoch. Das ist gut. Radarslots sind in Ordnung. Trotzdem werde ich nach und nach weiter die Türme setzen müssen.
Das mit den Flakes ist echt doof. Ich hätte gerne viel, viel mehr Artefakte. Habe ich in der Zwischenzeit nochmal Schilde gebaut? Ja. Tim, Tim. Was? Ist doch falsch rum. So. Nochmal Schilde. Ne, da fehlt... Plastik? Das ist wie Plastik. Achso, für die brauchen wir Rotstips. Okay, Rotstips einmal abholen, dann passt es auch damit. Hier läuft auch alles über Kohle. Die gesamte Anlage müsste nochmal aufgebaut werden. Aber das kann, glaube ich, erstmal noch warten. Ah, das ist ein viel geringerer Weg. Und ja, ich könnte es noch näher ranziehen, aber dann wird es hier so wuselig mit Untergrundbelts und allem. Das reicht schon, wenn wir es einmal bauen müssen. Und so kommen wir klar, oder? 405 immer noch komplett ausgelastet. Muss ich über meinen Schatten springen, was soll's. Geh da lang. Also die bringe ich jetzt ganz bis vor die Haustür. Und bau mehr davon. Das... Oh. Dich habe ich nicht gesehen. Bau nochmal zwei davon. So. Was, wofür ist dieses Fließband hier gewesen? Ach, für die Fuelblocks. Ja, das sollte da bleiben. Das ist hier die Zukunft und so. So, da nach da. So, und viel näher kann ich jetzt auch nicht dran. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, es war sogar noch drin abgespeichert im Copy-Paste und ich muss was essen. Du. Da. Links. Und dank der tollen Schilde schaffe ich es jetzt auch zum Essen und Trinken, obwohl die Schilde ganz weg sind. Auch wenn die dafür nicht so wirklich gedacht sind. Essen. Essen ist problematisch, weil ich lange keine Fische fangen war. Sollte ich im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt mal losgeht. Ist jetzt aber nicht so die Riesenpriorität. Moment mal. Sollte es sein, oder? Geh mal genau hoch. Da steht doch 1,1. So nimmt das nur in Zweierschritten oder sowas, kann das sein? Oder habe ich da wieder irgendwas kaputt gemacht? Wird einsortiert, die fliegen jetzt alle noch kürzer. Achso, wir müssen jetzt die da wegnehmen. Sonst, ja. Weg, 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 weg. Auch die Kisten hier vorerst erstmal liegen lassen, sonst ist mein Inventar total zugemüllt. Und dann von da oben fliegen lassen. Gut. Ihr. Oh Mist. Ja. Da muss ich angreifen. Das ist nicht irgendeine Basis im Nirgendwo, die, wo ich angeknabbert werden kann. Das ist das Stein aus dem Postendingens. Ja, ist noch ein Weg, ist noch ein Weg. Hä? Achso. Wow. Okay. Was bist du? Du bist ein Defiler. Was machst denn du? Hält schon mal sehr viel aus. Diese Munition hätte ich auch noch mitnehmen sollen. Ganz viel Stein. Baulernfüll. Ganz viel Stein. Baulernfüll. Und ihr habt alle keine Muni mehr. Ja, das ist nicht gut, weil gerade ihr hier oben müsst ja auch dackern, ne? So, falsche Muni. Ihr hier oben müsst dackern. So. Okay, einmal Munition holen für die Sniper. Einmal... Taschen leer machen für Stein. Alternativ Roboports holen und eine Verbindung machen kurzfristig und alles runterfliegen. Aber die Roboter, ne? Naja. 60 haben jetzt gerade nichts zu tun. 70 eben gerade. Ist dennoch nicht wirklich machbar damit. So, schmeiß rein. Die Sachen. Ihr Jungs könnt raus.
Multipoles weg. Radarschüsseln, Engines. Labs brauche ich nicht. So. Boah. So, das kann ich jetzt doch mal einlagern. Ist in Ordnung. Insoweit vertraue ich der Anlage jedoch schon, dass sie das schafft. Ja, ja. Wenn, dann passiert es halt. Aber besser, als wenn ich jetzt durchgehend Sachen mit mir rumschleppe, die ich nicht so wirklich brauche. Ja, so. Also die Blueprints kann ich hier auch einlagern, richtig? Richtig so. Also die Kiste da, die eine von den beiden, ist eine wichtige Kiste. Da sollte ich dann zwischendurch reingucken, wenn ich irgendwas brauche. Gerade die Blueprints sind eigentlich relativ wichtig. Weil ich die immer wieder brauche, gerade die Türme und dergleichen. Aber jetzt einen Schwung Rohstein holen ist wichtiger, damit daraus Ziegel gemacht werden können und wir daraus die Süderweiterung machen können. Hey, kann alles mitnehmen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, und ich habe natürlich vergessen, die Munition zu holen, aber das gehört ja schon fast dazu, was zu vergessen haben. Wie war das jetzt mit dem genauen Pommer 2 Gates? Mach das hier und da. So. Wobei das nicht viel bringt, weil hier eh gleich eine Mauer kommt. Na gut. Achso, hier kann ich das ja direkt klauen. Dumm, dumm. So, was haben wir da? 5 Magazine. Ja, das hält ein bisschen. Und die Steine kommen einfach direkt hier ins Lager. So. Können wir wieder hoch. So, Rotschuss wollte ich auch noch mitnehmen. Guck mal, wie es da so aussieht. Nicht so gut. Rote Chips werden alle verbraucht für blaue Chips. Weiß ich nicht. Du bist voll. Hier kommt nichts. Weil wir keinen Schwefelsäure haben, weil wir keinen Schwefel haben. Doch. Aber nicht so viel. Ja. Leichtöl ist gut was da, weil es sich wahrscheinlich die ganze Zeit gestaut hat, als ich das Rohr hier abgerissen hatte. Kisten füllen sich sehr langsam. Ja, es wird eine ganze Weile mit Kohle laufen müssen. Tränke. Ne, brauchen noch. Die können ruhig noch ein bisschen warten. Dann bringe ich jetzt kurz die Munition nach oben und dann schaue ich weiter. War denn schon mal eine produktive Folge, was die Fehlerbehebung angeht? Also Leichtöl, Roboterflugzeit und Schmelzen. Wobei ich mir die Schmelzräder mal angucken muss, ob das soweit alles klappt da. Also von der Auslastung her. So. Du kriegst ja auch noch ein bisschen. Nicht viel, aber... Ne? Kleines bisschen zwischendurch ist ja okay. Und so viel Stein brauchen wir auch nicht. Also ich glaube, das, was ich jetzt gerade im letzten Schwung in diesem zusammen ist runtergebracht habe, sollte reichen für die Süderweiterung. Wir haben so ja noch recht viel Stein und Ziegel und Mauerstücke im System überall rumschwirren. Das passt schon. Das heißt, ich kann mir jetzt mal die hier wiederholen. Und die. Ah, sieht gut aus. Das sieht echt gut aus mit den Rohstoffen. Was sagen die Zahlen? 8800 Eisen und 3700 Kupfer. Also Kupfer hält sich. Eisen hätte ich schwören können, wäre schon auf 14.000 zwischendurch gewesen. Vorletzte Folge oder so. Was macht Stahl? Stahl ist bei 500, das ist gut, ja. Auslastung ist nicht gewährleistet bei den Schmieden. Da müssen also auch nicht noch mehr davon hin. Und das mit den Flakes klappt. Naja. Es hilft, aber das mache ich, dass ich das machen sollte. Klar können wir es jetzt so machen, dass wir es einfach hinstellen, dass nur das Erz angeliefert wird. Das Erz weiterverarbeitet wird zu Flakes und dann nur die Flakes weitergereicht werden. Dass wir... Es würde dafür sorgen, dass... die Eisenader länger hält und wir haben im Endeffekt mehr Eisenplatten raus, aber es zeitlich haut das nicht hin, weil das dauert zu lange.
Und das Roherz wird sich stauen. Deswegen ist das jetzt nicht optimal, aber es ist für mich trotzdem die bessere Lösung. Allerdings ist das hier unten lächerlich. Wie mache ich das? Wie hätte ich das geplant? Einfach jetzt hier, so. Und das denn entweder da oder da, je nachdem, wo Platz ist. Ja, staut sich jetzt hier auch schon. Ja. Könnte ich theoretisch langsam mal laufen lassen? Nein, kann ich nicht. Es ist auf 8,6 von 8,7 eben gerade, richtig? Ja. Na gut, hier haben wir so viel Eisen, das hält eine ganze Weile. Ich schmeiß mal, nicht du. Das Ding hätte ich ganz gerne wieder gesetzt. Und zwar vorher die hier wegnehmen. So, und da drauf dann dich. So. Die hier müssen dann auch wieder weg. Weg, weg, weg. Ja, ist ein Vorteil, wenn man jetzt 200 oder was Construction Bots hat, ha? Huh? Können sehr schnell Sachen wegnehmen. So, hier drauf auch nochmal das Blueprint. So. Okay. Also die Sachen werden nach und nach gebaut. Eisen, Stahl, Strom, Leichtöl, Fuelblocks, alles einigermaßen wieder okay. Ich muss aber unbedingt die nächsten Folgen töten gehen. Ich will mehr Grinder haben und ich will den Gegner schon zurücktreiben. Das heißt, die nächste Folge wird daran bestehen, Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, ganz viele, also erstmal nochmal aussortieren und dann ganz viele Napalm-Tanks mitnehmen und Gatling-Munition. Und ein lohnendes Ziel oder ein machbares Ziel raussuchen. Natürlich wäre sowas hier schön, weil da auch Illyrium zum Abgrasen wäre. Aber ich glaube, das ist nicht ganz die Kragenweite, die passt. Na wobei, solange die sich nicht gegenseitig aggroen, muss ich mal gucken. Aber das sehen wir dann gleich. Bis denn.